Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Und Bodies auf ja, Bodies. Ja, das ist so erledigt. Ach, Mann, kannst du doch, lass dir doch helfen. Katja. Nee, so geht das nicht. Das Katja. Geht so echt. Mensch, Schatz, was ist denn schon wieder? Komm, lass uns mal. Katja Geiber. Hallo, Schwester Stefan. Hallo, meine Hebamme. Die müsste auch jeden Moment kommen. Was ist mit ihrer Lippe? Ach, das ist gar nichts. Es geht um meine Tochter. Die hat ganz schlimm Fieber bis jetzt. Ganz ruhig, Dr. Hallo. Becker. Hallo, guten Tag. Katja Geiber, mein Name. Geiber. Meine Hebamme müsste auch gleich kommen, die Rieke Meißner. Ich hatte gerade eine Patientin verabschiedet und herein kam eine junge Frau mit deutlich blutigen Lippen. Ich habe natürlich gedacht, das ist irgendeine Verletzung, vielleicht sogar häusliche Gewalt. Aber es kam anders. Sie hat ganz doll Fieber. Die Hebamme hat gesagt, wir sollen unbedingt ins Krankenhaus. Jetzt ist, im Moment ist ja ganz friedlich. Bis im Auto hat sie noch ganz, ganz schlimm geschrien. Hallo. Sie hat bis jetzt im Auto noch ganz schlimm geschrien. Also ganz doll Fieber hat sie gehabt. Und okay. Wir haben ein Zettelchen gegeben. Wie hoch war das? Das ging gar nicht runter, 39. Das wir hatten schon Paracetamol und jetzt so ganz plötzlich besser. Plötzlich im Auto, wie gesagt, bis jetzt gerade hat sie noch ganz doll geschrien. Familie Geiber habe ich im Wochenbett betreut, bis vor 14 Tagen. Da hatten wir die Wochenbettbetreuung abgeschlossen, weil eigentlich alles in Ordnung war. Und vor 2 Tagen meldeten die sich noch mal bei mir, weil Nele fieberte und viel weinte und sie nicht richtig wussten, was sie tun sollten. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Ihre Tochter und dann gucken wir gleich noch mal nach Ihren Lippen. Ne? Also meine Darf ich mal ein Fieberthermometer haben? Ja. Und bring auch schon mal das Otoskop mit. Aber wie ist das denn passiert? Grüß dich, hallo. Na, du bist ja Lass ein ganz braves. Lass uns erstmal Nele gucken jetzt und dann sprechen wir gleich auch noch mal. Hat sie gehustet oder irgendwas? Nein, kein Husten. So, pass mal auf, Nele. Jetzt untersuche ich dich mal. Na, das machst du ja super. Oh, klasse. Du süße Mausi. Nele hat schon beim Fiebermessen im Ohr mit etwas Abwehr reagiert. Das war ein weiterer Hinweis. Als ich dann mit dem Otoskop hineingeschaut habe, war mir klar, dass hier eine Mittelohrentzündung vorlag, bei der das Trommelfell schon perforiert war. Das hatte auf dem Weg in die Klinik eine deutliche Erleichterung gegeben, denn der Eiter, der diesen fiesen Druckschmerz im Mittelohr verursacht, konnte nach außen abfließen. Wir sahen das dann auch sehr deutlich am Otoskop. Ich war vor kurzem erkältet, habe ich sie angesteckt. Nein, Sie haben sie nicht angesteckt. Das kann einfach mal passieren. Kann also so gut wie sie jetzt drauf ist, müsste das eigentlich glimpflich abgehen. Ne? Aber jetzt würde ich gerne noch mal, kann ich noch mal die... Kommen Sie doch mal eben kurz rüber. Ich möchte mir wirklich noch mal kurz Ihren Mund angucken. Das sieht aber gar nicht gut aus. Die Bemerkung der jungen Mutter, dass sie vielleicht schuld an Neles Infektion ist, hat mir schon Sorgen gemacht, aber mehr auf der psychologischen Seite. Die Mutter hatte ein Problem, dem auch noch in der Zukunft dringend nachgegangen werden muss. Denn wenn sie nicht mit etwas mehr Gelassenheit die nächsten Monate und Jahre über sich ergehen lässt, wird sie sicherlich auch krank. Im Mund ist gar nichts. Ich habe mir nur ein bisschen auf die Lippe gebissen. Einmal bitte aufmachen. Nur ein bisschen auf die Lippe gebissen. Ja, aber ganz vorsichtig. Wenn ich gestresst bin, dann beiß ich mir ab und zu mal auf die Lippe. Haben Sie noch ein bisschen Kapazitäten frei, mal ab und zu Hause vorbeizukommen? Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich komme auf jeden Fall morgen oder übermorgen auch wegen noch mal der vorbei. Mama. Ich glaube, da ist auch noch viel, Angst, besprechen wir noch mal. Viel Angst im Spiel. Ne? Ja, denn so kenne ich dich gar nicht, Katja, dass du so... Ja, das ist eben totaler Stress, wenn sie so geschrien hat die ganze Nacht und... Ja. Ist ihr erstes, ne? Ja. Neles Mittelohrentzündung wird innerhalb der nächsten Tage von selbst abheilen. Besorgniserregender sind das stressbedingte Lippenbeißen und vor allem die Ängste von Mama Katja, weswegen Hebamme Rieke Meißner 2 Tage später bei der jungen Familie vorbeischauen wird. Schatz, was ist denn da? Ich baue das Bett auf. Ja, das wollte ich doch machen. Nein, das sollst du doch mal ausruhen. Nein, nein. Komm. Das ist in Ordnung. Ich mach das schon. Ja, ist doch ordentlich für mich. Guck mal, das ich mach das so, doch gerne. Nee, das sind hier so 4 Teile. Ich bekomme das schon hin. Nachdem ich dann abgewiesen wurde, war ich schon etwas sauer und auch irgendwie frustriert, weil ich dachte, ich kann ja gar nichts mehr machen. Und als ich rausgegangen bin, konnte ich mich ein bisschen beruhigen. War auch froh, dass die Familienhelferin da war. Und wir haben ein bisschen Zuspruch, ein bisschen gesprochen darüber. Und ich war auch nicht sauer auf sie. Aber ich habe mich schon gewundert über ihr Verhalten, dass sie mich gar nichts mehr machen lässt. Ich habe schon wieder versucht, ihr nur zu helfen. Okay. Und ich bin einfach nicht rangekommen. Selbst beim Babybett aufbauen. Ist nicht besser geworden? Nee, sie will alles selbst machen. Okay. Sie glaubt, dass sie alles besser macht.
Geht's Nele denn besser, oder? Ja, die Kleine, der geht's wieder ganz gut. Die schläft wenigstens wieder. Ja, das ist alles schön. Aber mit dir, das ist... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verzweifelt. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Lass uns mal gucken. Ich spreche gleich mal mit ihr. Vielleicht kriege ich irgendwas raus. Mein erster Gedanke war natürlich, die Hormone fahren Achterbahn, wie es halt um die Zeit so nach 10 Wochen immer noch ist. Und dass ich dachte, dass ein Gespräch mit ihr sicherlich uns weiterbringen würde. Wo ist sie denn? Super. Aber ich habe mir schon was überlegt. Also ich habe was nachgelesen und vielleicht könnte es irgendwas mit Babyblues sein. Ich weiß es nicht. Ja, wir gucken mal. Lass uns erst mal schauen. Kannst du mit dir drüber reden? Hormone fahren immer Achterbahn in der Zeit. Ich spreche mal mit ihr. Mach mir halt Sorgen. Ja, natürlich, klar. Da kriegen wir schon hin. Ich schaue mal. Ja, super. Hi, Katja. Bist du fleißig? Hi. Ja, klar. Sortiere hier ein bisschen. Sie ist wieder am irgendwas machen. Und, ne? Ja gut, es ist ja auch immer was zu tun. Genau. Ne? Ach, ich begrüße dich erstmal. Hi, sorry. Was macht denn deine? Ja, ist schon besser. Ist nicht der Rede wert. Ja, klar. Okay. Alles du, ich falte mal die Wäsche zusammen. Ich wasche es mal zwei alleine. Ich mach das schon. Alles gut. Wo ist der Ich will auch mal was tun. Ja? Nele schläft. Ist gerade wieder eingeschlafen. Geht's ihr besser? Ja, es geht. Ja, das Fieber ist runtergegangen nach dem Besuch. Besuch im Krankenhaus. Alles wieder gut. Super. Ja, sie schläft jetzt auch wieder. Gerade hat sie geweint, aber ja. Ja, dann lassen wir sie. Vielleicht gucke ich nachher mal, wenn okay. sie wach ist. Genau, alles wieder gut, ja. Und bei dir? Ja, wie gesagt, ja, ach, wie immer, ne? Ich wirtschafte hier so ein bisschen rum. Björn saß so ein bisschen verzweifelt vor der Tür gerade, ne? Der sollte sich einfach etwas ausruhen und nicht verzweifelt vor der Tür sitzen. Hier bist du am Zusammenbauen? Ja, ich wollte hier das Bettchen zusammenbauen. Lässt du dir denn mal ein bisschen helfen, oder? Wozu? Wobei? Weil du noch nicht so lange zu Hause bist und Wochenbett noch ist. Ne? Du darfst schon ein bisschen Hilfe alles annehmen. Alles gut. Ich brauche keine Hilfe, wirklich. Nimm es doch an, er ist doch jetzt zu Hause. Er hat doch auch frei im Moment. Ja, aber er kann sich, ne, wenn Nele schläft, soll er sich ein bisschen ausruhen. Ich schaffe das schon. Du musst dich mal ausruhen. Du hast das Kind bekommen. Ja, ich weiß, du meinst das nur gut, aber es gibt das so ist viel so. Zu tun. Als ich das Gespräch mit Katja alleine suchte, fiel mir auf, dass sie sehr verändert war, dass sie auch sich mir gegenüber nicht wirklich öffnen wollte, dass nicht wirklich rüberkam, was ihr Problem ist. Sie war nervös, schaute immer zur Tür, als würde sie Björn überhaupt nicht vertrauen, was er da jetzt macht und ihm gar nichts zutrauen. So kannte ich sie überhaupt nicht aus den ersten Wochen. Ich würde auch jetzt gerne mal gucken gehen, was er da macht. So, wir können ja mal gucken gehen, aber ich glaube, er kriegt das schon hin, Wäsche zusammenzulegen. Ja, oder? Ich weiß nicht. Also, klar, mal. Alles guck mal im her. Mach das doch mal. Nein, überhaupt nicht. Oh, doch. Hast du wieder gemacht? So, nein, ich mach das schon so. Nein. Das wird doch heute eh wieder angezogen. Nein, Quatsch. Du musst hier Hosen auf Hosen und Bodies auf Bodies. Das ist doch so erledigt. Ach, das kannst du doch. Lass dir doch helfen. Nee, Katja. So geht das nicht. Das Katja. Geht so echt. Mensch, Schatz, was ist denn schon wieder? Komm, lass uns mal hinterhergehen und mal sprechen. Katja, was ist denn los? Ich glaube, ich habe mal gerade eine Idee. Habt ihr eine Puppe, irgendwas hier? Nee, vorne haben wir Spielsachen liegen. Ja. Ich habe eine Idee. Lass uns mal was spielen. Hey Baby, so können wir uns machen. Guck mal, stell dir mal vor, das ist eure Nele. Ne? Wenn du sie stillst, was ist wichtig für sie? Nimm sie mal und zeig mir mal. Auf was achtest du dann? Nimm sie mal. Ja, was ist wichtig? Mach dann den Raum immer schön dunkel. Super, genau. Dass wir dann Ruhe haben. Machst es dir gemütlich? Ja, ich mach da ein bisschen Musik an. Während der Aktion stellte sich erstmal heraus, dass beide ein gutes Gefühl für Nele haben, dass beide super mit dem Baby klarkommen und auch umgehen und dass sie ja auch alle Reaktionen, die ich erwartet hatte, richtig gemacht haben. Und dann auf einmal brach es ja aus ihr heraus, als es das Thema Geburt anschnitt. Gib's dir nochmal Björn, wie war es bei der Geburt, wenn du dich an die Geburt zurückerinnerst? Ja, also noch mal rüber. Also so direkt. Das kann der gar nicht wissen. Ja, so das kann so der gar nicht wissen, wie das bei der Geburt war. Er war doch dabei, oder nicht? Ja, das war doch nicht mehr so richtig, weil mir ging es relativ schlecht und mir ging es dann auch nicht so gut. Dann bin ich rausgegangen am Ende und deswegen war ich da in dem Fall, in dem Moment auch bei der Geburt gar nicht mehr dabei, weil es mir so schlecht ging, das habt ihr gar nicht dass ich dann auch wirklich, mich auch kurzzeitig übergeben hatte und dann. Hatte ich genau den Moment verpasst. War das schlimm für dich? Aber ich kam noch wieder. Ich bin noch wiedergekommen. Habt ihr das mal besprochen, wie schlimm das für dich war? Ist das ein Problem, dass er zum Ende rausgegangen ist, dass er nicht bei dir war? Ja, ich weiß nicht. Was ist, wenn er ganz weggeht? Warum sollte er ganz weggehen? Genau, wieso soll ich denn weggehen, mein Schatz? Ich bin doch da, ich bin doch bei dir. Ich will doch alles für dich tun. Ja, und für uns. Mein Vater ist bei meiner Geburt weggegangen. Er ist einfach weggegangen. Was hast du mir gar nicht erzählt? Er ist nicht mehr wiedergekommen. Davon wusste ich gar nichts. Wir hatten da nie drüber gesprochen. Sie hat mir auch nie von ihrem Vater erzählt, dass da was passiert ist. Ja? Und
Ich musste halt leider da rausgehen, aber dass das so schlimm für sie war und so ein Trauma ausgelöst hat, das wusste ich einfach nicht. Bei dir ist es wichtig, dass du das einfach von früher aufarbeitest. Ne? Das okay. kann man nicht so in sich irgendwo reinpacken und da lassen. Ja, ich das rede muss auch mit meiner Mutter gar nicht drüber. Wie soll ich ja, das denn aufarbeiten? Deswegen musst du dir einfach Hilfe holen. Ne? Und ihr seid ein super Team. Ne? Und vielleicht ist es einfach eine Idee, dass ihr jetzt schon mal anfangen und zusammen das Bettchen aufbauen das und du ihm dir helfen lässt, ne? Und ihr einfach darüber sprecht. Und alles andere wird die Zeit bringen, dass ihr Hilfe bekommt. Okay? Wollen wir es machen? Komm, wir bauen das Bett zusammen komm. Auf. Ja. Ja, komm, lass uns das machen. Dadurch, dass Björn während der Geburt sie verlassen hat und zwischendurch rausgehen musste, weil es ihm nicht gut geht, kam bei ihr dieses alles hoch. Und in den letzten Wochen ist es so aufgeschäumt bei ihr einfach, dass sie es niemandem erzählt hat. Und ich froh bin, dass wir es durch diese Geschichte jetzt rausbekommen haben. Zur weiteren Verarbeitung werde ich auf jeden Fall den beiden Adressen besorgen, dass sie sich in psychiatrische Behandlung geben und sich helfen lassen oder auch als Familientherapie machen, damit sie es aufarbeiten können. Denn das wird man nicht alleine schaffen. Also, wie funktioniert das jetzt? So? 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 Oder? Ja, ja, so. Nee, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ja, komm, ja, ist okay. Wir machen das später. Ja? Ja, ist okay. Dank einer Therapie konnte Katja ihre panische Angst vor dem Verlassenwerden überwinden. Mittlerweile ist sie wieder ganz die Alte und zwischen ihr und Björn läuft es besser denn je.